364 Tage im Jahr Held sein. Da darf man sich an einem schon auch mal wie einer fühlen. Du wirst ausgezeichnet, du wirst gefeiert, du läufst auf dem roten Teppich. Das ist also wirklich fast wie bei den Oscars. Das ist wirklich toll, ja. Die Local Hero Awards 2016. Vergeben an die besten der besten Händler der MyExtra-Familie. Die Lokalhelden aus hunderten Standorten bundesweit. Doch was wäre ein Held ohne sein Handwerkszeug? Auf dem Branchentreff tagsüber auf dem Messegelände in Würzburg präsentiert die Brodus AG genau das. Innovationen, Strategien, Denkanstöße für die Unternehmer, die sozusagen tagtäglich an vorderster Front kämpfen. Der vernetzte Laden bringt den Service eines Händlers vor Ort und die Riesenauswahl im Internet zusammen. Dank Brodus.net Kiosk, Digital Signage via MyStore TV und einer Ausstattung, die quasi mitdenkt. Wenn jetzt der Händler sich zum Beispiel entscheiden möchte, okay, ich möchte eine Aktionswoche machen, wie zum Beispiel den Outdoor-Teil, dazu haben wir dann einen neuen Aktionsmeter installiert. Wir haben eine wiederablösbare Folie dafür entwickelt, dass eben die Bildlichkeit einfach da ist und dass der Händler die auch selber einfach wieder ablösen kann. Und er kann sich die halt gestalten lassen und dann da eben draufkleben, auch von anderen Herstellern. Und was natürlich auch immer dabei ist bei den Aktionsmetern, unser MyStore TV, wir passen das dem Händler individuell an. In dem Fall macht es Sinn, wenn jetzt die Catspots laufen, aber wir können natürlich auch von den verschiedenen Netzbetreibern die Kanäle laufen lassen. Wir können von allem zusammen einen zusammengefassten Kanal laufen lassen. Und es macht dann einfach viel mehr her als die alten Backlight-Folien. Maximal flexibel, praktisch, Multitasking. Die Entwicklung bleibt schließlich nicht stehen. Wo könnte man das deutlicher sehen als in der Handybranche? Bestes Beispiel, das S60 von Cat. Nahezu unkaputtbar. Das erste, das bis zu 5 Meter wasserdicht ist. Und es hat noch dieses nette Feature. Das wirklich Schöne, das absolut Einzigartige an diesem Smartphone ist, dass es das erste ist, das eine integrierte Wärmebildkamera hat. Es macht ein Foto mit der 13-Megapixel-Kamera hier auf der Rückseite und macht gleichzeitig eines mit der Wärmebildkamera und kombiniert beide. So kann man die Temperatur an jedem Punkt im Bild auf bis zu 15 Metern Entfernung exakt ablesen. Der Klempner kann sehen, das Rohr ist hier oder da blockiert, weil sie die Temperatur sehen können. Es gibt also bestimmte Berufsgruppen, die es benutzen können, aber auch im Privaten. Meine Frau könnte nachts auf dem Parkplatz sicher gehen, dass sich keiner im Busch versteckt. Ab Juni gibt es das Gerät zu kaufen. Übrigens ist Brodus dabei der exklusive Vertriebspartner. Schon mal ein Grund für den Kunden beim Local Hero, also dem Händler des Vertrauens vor Ort, zu kaufen. Aber nicht der einzige für den Kunden. Da ist sich Dominik Bruckelmann, der Vorstandsvorsitzende der Brodus AG, sicher. Es ist ganz klar, es ist eine Entweder-Oder-Entscheidung. Unterstützung bei Problemen vor Ort oder aus einem riesigen Sortiment wählen. Und das ist eine unbefriedigende Situation für den Kunden, das können wir besser. Die Lösung ist, alle Vorteile von online und alle Vorteile von stationär in einem Konzept. Cross-Channel heißt das. Und das genau ist der Grund, warum der Marktforscher vom IFO-Institut gesagt hat, 90% der Online-Händler werden verschwinden, weil der nämlich gesehen hat, dass die stationären Händler jetzt anfangen werden, Online-Händler zu werden, gute Online-Händler zu werden und die Leute nach wie vor weiter online kaufen, gar keine Frage. Vom Sofa aus am Sonntagnachmittag, aber im Online-Shop vom Hassan. Und zwar auch von unterwegs, denn zum Online-Shop und dem Kiosk im Laden gibt es jetzt auch das Kiosk to go, also die App fürs Handy. Mit allen Produkten und zusätzlich auf den Kunden und seinen Händler vor Ort zugeschnitten. Wenn die installiert ist, jetzt ist sie schon installiert, dann öffne ich sie und dann fragt er mich nach dem Händler. Dann tippe ich den Händler ein, Moment. So, und dann kann ich einkaufen. Ich kann mobil checken, kann ich das auch bei meinem Händler um die Ecke kaufen? Wenn ja, dann kaufe ich es da.
wenn es nicht teurer ist, gleicher Preis hat, kaufe ich es da, weil dann hilft er mir, wenn ich ein Problem habe. Mit all diesen Tools gibt Brodos seinen Händlern quasi den Schlüsselbund zu den Türen der Zukunft in die Hand. Was Dominik jetzt gesagt hat mit der Richtung, wo es gerade hingeht, einfach super. Top-Geschichte. Im normalen Tagesgeschäft bleibt halt solche Sachen, die bleiben halt liegen, weil man auch einfach die Zeit nicht dazu hat zwischen den ganzen Kundengesprächen. Und dann eine Firma zu haben im Rücken, die dann einem wirklich unter die Arme greift, das finde ich sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Die Entscheidungen, die Verantwortung und die Umsetzung liegen am Ende aber natürlich bei den Unternehmern, den wahren Helden vor Ort. Und dafür werden am Abend auch zum 10. Mal die verdienten Lorbeeren geerntet. 7 Kategorien, von der besten Kampagne bis zur besten Unternehmerin. 7 Local Heroes werden prämiert mit einer brandneuen, massiven Trophäe, eigens von einer Künstlerin entworfen. Die Local Hero Awards. Gerade gut genug für die Besten der Besten an einem Abend für Helden. Also ich kann nur Werbung machen, ganz klar. Also bei der Brodos seid ihr gut aufgehoben, ist eine tolle Truppe und einmal im Jahr ist es Pflicht. Ihr müsst auf jeden Fall auf diese Feier kommen. Yeah, Party People!